zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Yo Mann, meine EP Zeigt eure Hände. 2018 war auf jeden Fall ein Riesenjahr für mich. Ich habe 5 Songs zusammengepackt, habe sie mit dem Musikgourmets aus Ludwigshafen rausgehauen. Ja, wie kam es dazu? Ich habe mich über einige Sachen geärgert, die ich in Texte verpackt habe, die mit der aktuellen Situation in Deutschland zu tun haben. Deswegen war der Titel Zeigt eure Hände auch für mich ein Antrieb, die Menschen dazu aufzufordern, sich mehr zu beteiligen und zu zeigen, hier, wir sind da, wir haben unsere Meinung. Jo, der Tourstart, Ludwigshafen bei Mannheim oder Mannheim bei Ludwigshafen ist wahrscheinlich freundlicher, wenn ich das sage. Entschuldigung, Baba Mo und Leute, die mich herzlichst empfangen haben. Ich habe Benji kennengelernt, das war auf jeden Fall auch eine nette Begegnung. Ein Urgestein der Reggae-Szene, der selber ganz tolle Songs geschrieben hat und auch an dem Abend vorgetragen hat. Es war eine schöne Fahrt. Ich habe zwischendurch in Koblenz übernachtet, bin dann morgens nach Ludwigshafen weitergefahren, hatte dann noch Zeit, habe mich an den Rhein gestellt. Hey yo, Ali Safari unterwegs hier in Ludwigshafen, sitzt ein bisschen am Rhein, in ein paar Stunden mein Auftritt. Ich freue mich unterwegs zu sein, zeigt eure Hände Leute, heute Abend geht's ab, Tourstart Ludwigshafen, 19.05. Hey. Die Sonne genossen, das erste Mal im Jahr mit den Füßen im Wasser geplanscht und abends dann Konzert in Ludwigshafen gegeben. War auf jeden Fall eine nette Sache. Dann das nächste Konzert war ganz klein und privat, mit Family sogar. Da war ich echt stolz, dass meine Mutter mit ihrer Schwester, also meiner Tante, zu dem Konzert gekommen sind. Beide schon auf jeden Fall weniger Konzert erfahren, aber haben sich auf jeden Fall auch gefreut, dass ich da meine Musik präsentiert habe. Zusammen mit meinem guten Freund Mr. Tapas, der an der Gitarre gezaubert hat, und Jazz, die mich auf der EP ja auch unterstützt im Background-Gesang. Vielen Dank dafür. Und wir hatten einen schönen Abend, haben sehr lauschig auch mit wieder einem sonnigen Abend Musik genossen und saßen dann noch lange zusammen. Ja, dann ging es weiter. Leineweber, Bielefeld, Klosterplatz, Bühne, mega geil. Stadt oder Land, ohne Anfang, lenkt dieser Zeit ab. Die Wolken gehen vom Horizont entgegen, viele müssen fliegen, manche folgen ihrem Glauben. Wir müssen uns bewegen, nicht auf der Stelle treten. Wohin wird uns der Weg führen? Wo öffnet sich für uns neue Türen? Hey, es gibt so viele, wie viel muss ich erreichen? Wer gibt mir ein Zeichen? Wer denkt hier die Sterne leuchten? Schrecken, so hell, dass man die Sterne kaum noch sieht. Doch mein Gewinn ist das, es geht trotzdem noch gut. Wenn du siehst, was geschieht, weißt du, dass das gut in mir selbst und in allem anderen liegt. Schönes Wetter, eigentlich hatte ich immer schönes Wetter. Irgendwie war ja dieser Sommer eh mega krass mit dem ganzen Sommerwetter, heiß. Es war mega cool. Da fällt mir auch die Freibadparty ein, die dann auch wenig später war. Nochmal. Hey yo Leute, am 10. Juni hier im Freibad-Gellerbaum eine große... Nochmal. Yo Leute, am 10. Juni ist hier eine fette Party im Freibad-Gellerbaum. Ali Safari am Start mit seiner Tour. Hallo! Nochmal. Wo wir mit dem Bigger Bushman Sound System zusammen im Freibad in Bielefeld eine Bühne hingestellt gekriegt haben und da unsere Musik machen konnten. Mega krasses Erlebnis. Die Leute sind hinter mir vom Dreier gesprungen, während ich mein Programm durchgezogen habe. So. Mal gucken, ob wir das Videomaterial auch nochmal raussuchen. Das war auf jeden Fall mega cool. I'm not going to be able to do that.
sowieso hier zwischendurch immer mal ein paar Bilder reinhauen oder einen kurzen Filmausschnitt, um euch nochmal auch zu zeigen, wie das so war. Ja, greetings, this is Uwe Bantan. Leute, checkt aus die neue EP von Ali Safari. Zeigt her eure Hände. Ja, und es gibt einen Track darauf. Que pasa, Hände weg von unserem Wasser. An Nestle und die ganzen Prasser. Uwe Bantan und Ali Safari, erzählt's euch. Yeah? Hände weg von unserem Wasser. Blessed love, Uwe Bantan. Check it out, Ali Safaris brandneue EP. Jo, wie ging's weiter? Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Freibad Gadderbaum war Anfang Juni. Da hatten wir auf jeden Fall auch wieder gutes Wetter. Leider erst am Nachmittag. Aber es war auf jeden Fall auch alles in trockenen Tüchern, kann man sagen. Jo, dann war das Festival der nächste Höhepunkt. Raspi Park, Mega-Event mit ganz tollen Schaustellern und Ausstellungen und Workshops. Am Rande hatten wir sogar das Glück, einen WDR-Bericht über den Reggae Roundtable mitgestalten zu dürfen und wurden da interviewt. Das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht und war eine ganz neue Erfahrung. Und wir haben vielleicht auch davon jetzt mal ein paar Fotos. Wir wollen unser Wasser, wie soll das gehen? Auch nach Köln ging es dann im Juli, Ende Juli. Leider war zur gleichen Zeit das Lichterfest, so hatten wir dann nicht so viel Publikum, aber eine Menge Spaß. Wir haben unsere Freunde aus Düsseldorf, hatten wir dazu eingeladen. Das war also die Roots Rebel Sound System Leute, die ja auch schon, wenn ich jetzt nochmal zurückblicken darf, am Anfang des Jahres den A-Go-Go Rhythm rausgehauen haben mit meinem Song Städte so hell. Den hatte ich auch mit in meinem Gepäck, also ich habe auf der Tour schon... Also ganz alte Songs mit dabei gehabt, dann meine EP und die ganz neuen Songs auch schon, die nächstes Jahr dann rauskommen, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Also Köln, danach kam Reggae in Wolf, auch mit dem Soundsystem wieder, mit dem Roots Rebel Soundsystem. In der Rockers Corner haben wir Freitagabend und Samstagabend den Leuten eingeheizt und hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, Camping, zusammen mit Fitzroy aus Paderborn, der auch am Start war und auch auf der Bühne performt hat, mit dem Roots Rebel Sound zusammen. Es war auf jeden Fall ein klasse Ausflug nach Süddeutschland. Wie ging es weiter? Dann kam Krach am Bach Party. Ja, ich habe in Minden, das habe ich fast vergessen, Jaco Dread, brap brap brap, big respect, man, du hast ja mich hier nach Minden eingeladen, ins Markt, wo ich auch Gordon Shumway von Velotti Sound System kennengelernt habe. Yes, 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 Ali Safari, Mad Music Club, Reload the Sound. Wir sind hier zusammen in Hameln und repräsentieren die EP von Zeigt eure Hände! Fett, fett, fett auf jeden Fall. Mega geile Selection an dem Abend gespielt. Und Jaco Dread hat einen Kumpel mit den Exorbitanten, eine super Band auch am Start hat. Und der hat so ein Sommer-Event schon seit einigen Jahren ins Leben gerufen, da in seiner Heimat. Und hat mich da auch hin eingeladen und da durfte ich dann auch unter dem freien Himmel spielen und in der Sonne meine Songs präsentieren. Das war auf jeden Fall auch eine tolle Sache.
und eine gute Vorbereitung für das Pflasterfest, was dann auch in Hameln war. Das war da gleich um die Ecke. Und somit hatte ich dann gleich schon ein paar Leute auch mit meinen Songs versorgt und tatsächlich auch noch ein paar Fans mit auf das Pflasterfest gezogen. Das war auf jeden Fall auch ein cooles Event. Danach ging es in meine alte Heimat, das Sennefest. Die Senne ist in Bielefeld ein Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin. Und da durfte ich dann beim Sennefest auch meine Musik präsentieren. Und ja, es war ein sehr schöner Nachmittag mit einer Umgebung, die ich immer in meinem Herzen tragen werde. Dann bin ich nach Berlin gereist, wo mich die Partei Die Linke eingeladen hat, um gegen Wohnungsnot und Miethaie und Ungerechtigkeiten, die in diesem Bereich passieren, meine Musik auch auf einer Demonstration zu präsentieren. Am Ende sind wir alle gleich, bist du dunkel oder bleich, was uns bleibt, ist die Zeit, keine Zeit für Streit und Leid, Leben soll erhalten sein, Freundschaft, Liebe, Heiterkeit, üben uns in Achtsamkeit, sei für neues Glück bereit, Glück ist es zu teilen, Glück ist es zu lieben, Glück ist es zu helfen, Glück ist nicht zu dienen, befreien uns von Sklaverei, mentaler Abhängigkeit, lass uns alle Freunde sein, heiter wie der Sonnenschein. Und zu der Zeit habe ich mir dann auch zu dem Thema Gedanken gemacht, das passte gerade ganz gut und habe den Song Es reicht gespielt. Ich habe den Song Es reicht geschrieben und auf einem Rhythm von Beanie Flow aus Österreich, der total begeistert von dem Song war und sich mega reingehängt hat, dann auch das Videomaterial richtig schnell und mega nice zusammenzuschneiden und das Video kennt ihr vielleicht schon, aber wenn ihr Lust habt, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Es reicht, es ist ungenug, beenden den Spuk, das tut uns nicht gut. Es reicht, das ist doch nicht fair, schaut doch mal her, wir sind doch viel mehr. Yo, also Berlin war auf jeden Fall ein Erlebnis. Auf der Demo, auf der Bühne. Hab Amevu kennengelernt, nicer Typ mit super Texten und mega Flow. Und in Bielefeld ging es dann weiter mit Demonstrieren. Und zwar gab es am Rathaus in Bielefeld eine Montagsveranstaltung, Wir sind mehr. Das haben bestimmt auch einige mitbekommen, hier unsere Bielefelder. Und auch in den anderen Städten gab es da ähnliche Veranstaltungen. Und auch da durfte ich meine Lieder vortragen und da haben einige Menschen ihre Hände gezeigt, was mich sehr gefreut hat. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Bielefeld, ihr seid wunderbar. Deswegen rufe ich alle, die für die Liebe leben. Ich hoffe, dass die Liebe in unserem Herzen sich durchsetzen wird und die Vernunft siegen wird. Dankeschön für die Einladung. Vielleicht darf ich gleich noch einen Song machen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Eben auch der Herbst schon fast da und meine Tour so lange zu Ende. Ich habe noch einen Auftritt bzw. eine Tourabschlussparty im Desperado gemacht mit meinem Kumpel Easy37, der mich auch bestimmt im nächsten Jahr noch ein paar Mal begleiten wird als DJ oder Selector. Und dann hatten wir nochmal eine etwas größere Demonstration, weil wir unerfreulichen Besuch in der Stadt hatten. Und da haben wir dann auch nochmal Musik gemacht mit meinem Musikerkollegen hier aus Bielefeld, Mo. Haben wir zusammen auf der Bühne des Deutschen Gewerkschaftsbund ein paar Lieder auf dem Jahnplatz in Bielefeld singen dürfen. Was auf jeden Fall ein würdiger
und guter Abschluss war, um nochmal zu zeigen, hier eure Hände, Leute, macht mit, beteiligt euch, geht auf die Straße. Und Bielefeld ist auch auf die Straße gegangen, was mich sehr gefreut hat. Und im nächsten Jahr werde ich auch wieder solche Auftritte wahrnehmen und meine Meinung auf jeden Fall auch weiter kundtun. Da wären wir auch schon bei der Aussicht aufs nächste Jahr. Ich bin schon in den Vorbereitungen für mein erstes richtiges Album. Ich habe mich lange darum gedrückt, meine Songs mal wirklich an den Start zu bringen. Jetzt habe ich so ein bisschen geübt mit zwei EPs. Die Rap-EP, Hallo, habt ihr bestimmt auch noch alle in den Ohren. Und jetzt zeigt eure Hände. Und als nächstes kommt die Karma-Apotheke. Und da werde ich 10 Songs für euch richtig nice aufnehmen jetzt über den Winter. Und die werden dann im Art for Real Studio von Madcap himself richtig nice abgemischt und fett gemastert. Und das kommt dann zum nächsten Frühjahr raus. Ich hoffe auch wieder mit ein paar Videos. Dazwischen Projekte mit Mandabala, Bandprojekt mit Jaco Dread Mandabala, mit der Navigation System Band zusammen hoffentlich auch viel unterwegs sein. Das Jahr 2019 wird auf jeden Fall fett. Ich danke euch nochmal, dass ihr mich so unterstützt. Ich hoffe, wir werden weiter noch enger zusammenwachsen. Die Community wird noch anwachsen und größer werden. Zeigt eure Hände 2018. Reggae ist Weltkulturerbe. Wir sind alle am Start. Checkt das. Ali Safari hat euch lieb. One Love. Ich gebe euch noch ein kleines Ständchen zum Abschluss des Jahres. Zeigt eure Hände noch einmal. Yo, hau mal in die Tasten, Mann. In die Seiten. Yo, oyo, 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 oyo. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen. Wir machen heute einen Notruf, weil uns das hier nicht gut tut. Europa ist ein Kartenhaus und uns gehen die Karten auf. Exportweltmeister liefert Waffen für Kleingeister, die sich damit bekämpfen. Der Waffendeal läuft weiter, lasst uns den Wahnsinn aufhalten. Die wollen uns nur spalten, sich um die Welt zu streiten, ist Urzeit Mensch verhalten. Grenzen, Grenzen aus, Grenzen werden überschritten. Die Macht der Liebe grenzenlos, mein Herz strahlt durch die Rippen. Sie wollen ein Zaun bauen, ich glaub, das ist ein Albtraum. Müsste eigentlich abbauen, doch möchte ich nicht wegschauen. Wie wär's mit einem Rollentausch? Dann seh es nämlich anders aus. Kein Leben mehr ins Haus zu freuen, kein Autourlaub, Gartenhaus. Arm wie eine Kirchenmaus, nur Löcher anstatt Käse. Ohne Zähne reicht das auch kein Geld für eine Prothese. Die Welt ist so krank, man muss sie an den Topf legen. Doch müssen wir dazu die Dummheit aus dem Kopf fegen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen, sich nach Freiheit sehnen. Hallo, wo seid ihr? Zeigt eure Hände. Ich spreche von Frieden, der Krieg hat ein Ende. Ich rufe alle, die für die Liebe leben, die mit mir aufstehen. Wann ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Wann kommt denn die Zeit? Wer hilft uns dabei? Wer rettet die Menschheit? Wann ist das vorbei? Wann kommt denn die Zeit? Wir sind schon dabei und retten die Menschheit. Wann ist das vorbei? Wann kommt denn die Zeit? Wer hilft uns dabei? Wer rettet die Menschheit? Wann ist das vorbei? Wann kommt denn die Zeit? Wir sind schon dabei und retten die Menschheit. Mein Spiegelbild sagt, ich tu nicht genug. Das Leben ist wertvoll, behandel es gut. Ich kenn keinen Durst und auch keinen Hunger. Ich schief nie im Freien und wenn dann im Sommer. Mein ganzes Leben war frei von Tyrannei, es wäre doch so schön.